So, alles hat aufgehört, nur nicht der Regen. So. Hier ist erst die Hälfte durch. Das gibt's doch gar nicht. Ich habe mir übrigens überlegt, die Stöckchen lassen wir auch hier. Machen wir uns mal ein neues Boot. Gleich zwei. Noch will ich stacken? Natürlich nicht. Und jetzt ärgert mich das natürlich, dass wir hier zwei verschiedene Sorten Holz haben. Ich würde sagen, die lassen wir auch einfach mal hier. Wenn man drin ist, sehen die neuen Scheiben wirklich gut aus. Aber man hat eine uneingeschränkte, weite, offene Sicht. Auf den Creeper. Also da vorne ist ein Biom. Wenn ich das richtig sehe, ja. Da hört der Berg auf. Ich esse nebenbei mal etwas Schinken. Den guten aus dem Schwarzwald. Und da kommt schon die Katze an und will den Schinken klauen. Tilly, der ist dir doch viel zu salzig. Ordentlich gesalzen, damit er lange hält. So, jetzt warte ich eigentlich darauf, dass der Regen aufhört, beziehungsweise mein Fleisch durch ist. Ja genau, fress meinen Schinken. Tilly, ah, der Regen hat aufgehört. Das ist schon mal schön. Tilly, du wirst gleich so einen Durst haben. Der ist hochgradig gesalzen. Ach Mann. Was soll ich jetzt essen? Das Schlimme ist ja, sie isst den Schinken nicht, sie schlabbert ihn jetzt nur ab. Ach, Frauen. Frauen und Katzen. Na egal, komm. Wo war nochmal der Biombruch da? Dann gehen wir nach dort weiter und gucken, dass wir wirklich mal in die offene See stechen, denn scheinbar gibt es auf diesem Kontinent keine Welt mehr für uns zu entdecken. Aber ich weiß ungefähr, wo wir sind. Also, das ist hier die Ecke, wo wir unser erstes NPC-Dorf gefunden haben. Wenn ihr euch erinnern könnt, so Folge 200 irgendwas. Da waren wir dort hinten drin und haben dort auch unsere ersten Melonensamen gefunden. Tilly, ich hab dir doch gerade Futter gegeben. Wieso musst du mein Futter fressen? Ja, also seelenruhig sitzt sie hier und futtert den Schinken. Jetzt isst sie ihn sogar wirklich. Toll. Jetzt haben wir hier keine Welt mehr, aber wir rennen einfach geradeaus. Heidi Jupska. Gib ihn. Saures. Spinne. Wasser. Wieder sinnlosen Schrott im Inventar. Juhu! Da vorne dieser Berg sieht interessant aus. Ein Schleim! Ach, mehr Schleim. Hallo, könntet ihr aufhören, mich zu belagern? Danke. Ich muss nämlich schnell weg. So, der Rest Schleim, der kann mich mal am Schleim lecken. Ist mal so ganz vulgär zu sagen. Tilly, der Schinken gehört mir. Der war teuer. Eine Scheibe reicht. Keine Lust mehr auf Schinken. Gut, feine Katze. Kann ich zumindest den Rest davon noch essen, den du nicht im Maul hattest. Oh, hier scheint auch ein Biombruch zu sein. Das heißt entweder noch neuere Welt oder wieder alte Welt. Frage. Nächste Frage. Aber da hier zumindest schon mal so ein Zeug steht, also Farnkraut und sowas, denke ich mal, dass wir hier in der richtigen Richtung sind. Obwohl das hier sieht eigentlich schon wieder nach sehr alter Welt aus.
vorne steht eine Fackel von uns, oder ist das nur so hell? Ja, also hier sind wir auf jeden Fall total falsch. Oh, ich will doch nur so eine garstige Möhrrübe. Sie muss auch nicht mal garstig sein. Ich bin doch mit einer normalen zufrieden. Super. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal die Richtung hier geradeaus weiter. Durch die Wüste da. Ja, Wüste hört sich gut an. Aua. Das hat doch sicher wehgetan. Aber zumindest nicht mir, sondern nur dem Charakter. Das auch. Ich fummel mal ganz kurz hier an den Schinken rum. So, von unten mal eine Scheibe abgefriemelt. Jetzt gehen wir einmal durch die Wüste. Ist gerade so wüstig zumute. So, wir werden jetzt an diesem Berg hier vorbeigehen und uns in die Richtung da orientieren. Ja, und jetzt Wasser schlabbern, Tilly. Mhm. Genau. Aber wenn ich sage, nein, das ist salzig. Hm. Extreme Hill? Ah ja. Kommt mir alles so bekannt vor hier. Aber je weiter wir laufen, desto mehr gewinne ich den Eindruck, wir müssen wirklich warten, bis ein Zombie droppt. Dieser Sumpf ist auf jeden Fall heutzutage ein Dschungel. Also ein richtig schönes Dschungelbiom. Hä, da liegt ein Kügelchen? Leder. Schaf. Das Kügelchen macht mich schon misstrauisch. So, jetzt haben wir gleich wirklich dann 8 Folgen irgendwann voll, in denen ich querfeld einlaufe und irgendwas suche, was wir nicht finden. So. Wirklich salzig, Tilly. Ich muss jetzt auch was trinken. Na, vielleicht in der Wüste dort vorne. Ich mich frage, da hier schon Dschungel steht, sind wir nicht im aktuellen Biom. Also nicht in dem, was momentan aktuell ist. Das heißt, wir haben wohl noch ein ganz schönes Stück vor uns. Wir sind wohl irgendwo mal richtig schön im Kreis abgebogen.
Aber diesmal nicht. Diesmal laufen wir geradeaus durch. Mit Vollspeed und Karacho durch die Wüste. Was ist hinter der Wüste? Ein Fluss. Ist das hier aktuell? Ist immer noch Dschungel. River? Okay, der River, der stimmt. True false, true false. Achso, das G, das bedeutet wohl Ground. Was bedeutet FL? Ah! Biombruch? Gefällt mir. Und jetzt sollten wir in einem Dschungel stehen, immer noch. Wahrscheinlich ist hier gleich der Wechsel des Bioms. Und wir sind in einem Dschungel. So, was fällt auf? Wir haben nirgendwo hohes Gras. Das bedeutet was? Arschkarte bedeutet das. Ich nehme schon mal nur zur Vorsicht so ein bisschen Kohle mit, wenn die schon mal da rumliegt. Einfach, falls wir uns mal wieder so weit verlaufen, dass ich was zu essen brauche. So, da vorne noch die Kohle rausrupfen. Und das Eisen können wir auch mitnehmen. Da könnten wir uns vielleicht ein neues Schwert machen, wenn das uns ausgeht. Auf gar keinen Fall mehr als ein Stack. 25. So. Nur so als Hinweis, dass wir schon mal hier waren. Wir haben es heute mit dem im Kreislauf. Das kann irgendwie... Das ist was Wahres dran. Jetzt sind wir in einem Biom, das wahrscheinlich so alt ist wie unsere Kernwelt. Aber wo könnte das sein? Ich meine, ein schöner Wald ist es. Heutzutage wäre es ein Extreme Hill. Also ein sehr hoher Berg. Lava. Vielleicht kommt mir die Lava da bekannt vor. Tunneleingang mit Lava, das kommt mir schon irgendwie bekannt vor. Vorne ist eine Wüste. Ich guck grad so ein bisschen hier durch die Lücken durch. Oh, seht ihr da vorne das, was ich sehe? Bitte sagt mir, dass das nicht wahr ist. Also ich meine, so ein gerader Tunnel, quer durch die Landschaft, bildet sich nicht einfach so. Natürlich. Genau das wollte ich eigentlich sehen, denn das bedeutet, wir sind fast zu Hause. Ich würde sagen, dann war's das mit dieser kleinen Reise und wir versuchen es einfach in der nächsten Aufnahme nochmal. Was soll's? Irgendwann werden wir schon Möhren finden. So, jetzt gucken wir mal, wann wir auf den Tunnel stoßen. Aber ich glaube, ich weiß auch schon, wo wir sind. Sind wir relativ in der Nähe von unserer zweiten Base. Wenn ihr euch noch daran erinnern könnt. Wir sind lange nicht mehr mit der Minecart-Strecke gefahren. Auf jeden Fall sollte es hier lang zurückführen. Nach Hause.